So, da ist er wieder, der Struwwelpeter. Last Man Standing, Staffel 2. Dann gab es einen Wurmfortsatz in den Staffeln 3, 4 und 5. Da will er wieder dazwischen. Ein alter Bekannter, leistungsstark. Hier ist Moritz Hans. Einer der besten Athleten der vergangenen Jahre. Er gehört einfach dazu. Wenn die eine Brust von Heidi Klum nicht Franz heißen würde, sondern Moritz, dann würde sie ihre Brüste Moritz Hans nennen. Hat er gesagt. Nicht schlecht. Ja, ist ganz gut. Gibt auch eine Petition für Heidi Klum aktuell. So, und jetzt lass uns ein bisschen auf den Sport konzentrieren, denn die Zuschauer des heutigen Abends erleben jetzt, wie unglaublich Ninja Warrior Germany sein kann. Ja, wobei ich mache mir bei ihm halt einfach gar keine Sorgen bis zu Hindernis Nummer 8. Trotzdem können doch die Zuschauer das genießen. Ja, das stimmt. Dann genießen sie doch mal. Ja, macht er easy. Kann man sich durchaus mal angucken. Und die Ringrutsche sollte nun gar kein Problem für ihn sein. Oh, da haut es ihn ja richtig raus. Ja, ja, der weiß natürlich auch längst, da kann er jetzt dann locker rüberspringen. Und ich sag dir was, er ist schon so in dem Modus, mal testen, was geht in diesem Jahr für mich. Weil er ist auch relativ schnell unterwegs, er könnte sich ja viel mehr Zeit nehmen. Das ist ein Antesten der eigenen Form. Er hat das Selbstvertrauen, er hat das Können. Oh, direkt rüber. Ja, hat er einfach drauf, dass er sich sicher ist, ins Halbfinale zu kommen. Ich schaue mal, Platz 12 ist Leonardo Calderon. Der ist an der Himmelsleiter abgeflogen. Die traue ich Moritz zu. Und in dem Moment ist er dann schon mal im Halbfinale, aber der will mehr. Im Moment sicher am Power Tower. Clucky Luke, Dennis Leiber und Marvin Mitterhuber. Und er hier, oder aber, wenn er vorher scheitert, dann doch Andy Wöhle. Ist der vierte, gleich am Power Tower, wenn hier der Höhepunkt ansteht. Wenn das nicht schon einer am heutigen Abend ist, die Performance von Moritz Hans. Er ist also unglaublich gut. Wie der da gerade durchgeht, auch in der Geschwindigkeit. Boah. Und sofort klack, reingedreht, eingerastet und weiter. Nur jetzt nur nicht überdrehen. Will er die Megawatt machen? Will er die Megawatt machen? Weiß ich nicht. Oder will er zum Power Tower? Da sind... Oh, der ist ja von der Zeit, der ist ja, der hat ja eine Minute Zeit. Er hat eine Minute Zeit, um an 1 zu gehen. Wenn er schneller ist, ach, als 4,27, als Andy Wöhle. Also er kann sich diesen Versuch an der Megawall nehmen. Er kann beides mitnehmen. Megawall, du hast, ja, ich sag's dir jetzt, du hast noch 2 Minuten Zeit. Du warst sauschnell. Das war auch deine Absicht, das haben wir sehr wohl gemerkt. Jetzt Konzentration. Moritz Hans versucht sich an der Megawall. 5,50 Meter. Nee, macht der oder? Die? Nee, der steht da eher mittig nach links. Der geht die kleine. Nee, nee, geht er geht die große. Er geht, sonst hätte er doch diese Frage gar nicht gestellt. Sag mal, er will ja wissen, ob er sich das erlauben kann. Ja, ich sag gerade nochmal perspektivisch so ein bisschen so aus. Hätte mich auch gewundert. Ich kann die auch mittlerweile einschätzen. So, jetzt geht's los. 5,50 Meter. Pack das, 2000 Euro. Pudding. Wenn ihr dagegen noch richtig Körner habt, hier gibt es weitere Videos. Und da ganze Folgen.